Zu einem starken Mann gehört oft auch eine starke Frau. Dies war beim Schweizer Nationalheiligen Bruder Niklaus von Flüe nicht anders. Seine sehr starke Frau Dorothea Wies, die mit ihm zusammen 10 Kinder hatte. In der Bruder-Klaus-Kirche in Wiekon entdecken die Besucher in einem Bühnenstück neue Aspekte an diesem besonderen Ehepaar. Ich denke viel an ihn, weil ich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit habe dafür. Und wenn ich zurückschaue, dann sehe ich viel Gefreutes, aber auch viel Beschwerliches. Die Kraft, um das zu tragen, hat mir der Herrgott von Natur aus mitgegeben. Aber das allein hat Alva nicht gelangt. Es ist die Freude und die Liebe, die ich in jungen Jahren schon erfahren durfte. Und heute? Es ist zu einem tief empfundenen Andenken geworden. Aber es ist noch viel mehr. Die innere Zufriedenheit und die Nähe zum Kleus, die ich in den letzten Jahren von seinem Leben nie mehr erfahren habe. In wichtigen Aspekten ist Bruder Klaus sogar seiner Frau ein Rätsel geblieben. In dieses Haus, Niklaus hat es für seine Familie schon zu bauen begonnen, noch bevor er seine Frau Dorothee überhaupt kennenlernte, kam auch Adrian von Burmberg immer wieder zu Niklaus von Flüe. Er starb einige Jahre vor Niklaus und begegnet Dorothea darum im Bühnenstück als Geist. Ich habe mich ja vorhin schon zugelassen, heimlich. Wir haben in all diesen Jahren wenig miteinander geredet. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, wer ist die Frau, die gewiss Schwieriges hat müssen ertragen und dem Klaus immer wieder den Rücken gestärkt hat? Den Klaus habe ich anlässlich vom Thurgau-Feldzug bei der Schlacht von Diessenhofen kennengelernt. Er war Hauptmann und Landrat. Und ich, Berner Grossrat, Junker und später der Schultheiss von Stadt Bern. Und beide sind wir auch Richter gsi am eidgenössischen Schiedsgericht. Und der Klaus, der ist ja 17 Jahre älter gsi. Rechtschaffen, gerecht und freundlich. Aber eher ein bisschen in sich gekehrt. Wo wir das Kloster St. Katharine unter dem Einsatz von seiner ganzen Autorität und gegen seine eigenen Leute vor der Plünderung bewahrt hat. Da bin ich auch so beeindruckt gewesen, dass ich mich ihm habe anvertrauen. Er war fromm gewesen, ernst und für einen Hauptmann außerordentlich friedliebend. Ich habe ihn ja dann manchmal getroffen und habe ihn auch um Rot gebeten. Ich habe ihn als einen außergewöhnlich einfühlsamen und gescheiden Mensch geschätzt. Er hat so eine ruhige, innere Kraft ausgestrahlt, die ihm einfach in seine Band gezogen hat. Und er hat es gut können mit den unterschiedlichsten Leuten. Ja, das war seine eine Seite. Die aufrechte, ehrliche Wärme, die er ausgestrahlt hat, die habe ich geliebt. Da ist aber auch die andere, dunkle, undurchdringliche Art. Betet hat er ja schon immer, zur Nacht, in der Stube, hinter dem Ofen. Und das hat auch unser Ältester, Hans, bemerkt. Er war es auch, der ihn auf die Alp im Melchtal begleitet hat, wo dann beim Weidraumen und Distelschneiden das grosse Unglück passiert ist. Welches Unglück? Der Hans ist ganz außer sich mit dem Kleus heimgekommen. Der Hans hat ihn mehr getragen als gestützt. Ja, weil der Kleus verletzt war und blutet hat. Er hat mir nichts Genaues sagen. Der Hans hat dann erzählt, der Kleus hat ihm gesagt, einer oder mehrere Teufel hat ihn so zugerichtet und das Boot abgeworfen. Und er hat ihm auch noch gesagt, dass es allweg Gottes Wille sei, dass ihn der Teufel, den er immer so geplagt hat, so darf ich zurichten. Was hat ihr dort gedacht? Dass es der Klaus im Sohn erzählt, euch aber nicht.
Ich war verunsichert. Ich habe nicht mehr gewusst, was denken, was glauben, was machen. Vertraute mir nicht mehr. Warum? Die Arbeit vom Alltag musste gemacht sein. Ich hatte nicht so viel Zeit zum Grübeln. Und manchmal ist der Klois ganz verstört heimgekommen und hat seine Arbeit nicht mehr machen können. Weil er so betroffen war von diesen Ungerechtigkeiten, den einfachen Menschen gegenüber, den Bestechungen von den Kirchen und der Macht vom Geld. Und dann im Jahr 1465, mit 48, hat er alle seine Ämter in der Politik, in der Kirche und als Richter niedergelegt. Vorher hat er schon das höchste Amt vom Stand Obwalden, Landamme zu werden, ausgeschlagen. Dann habe ich ihn zur Rede gestellt. Er heige genug von allem Weltlichen. Er suche den Weg zu Gott und ziehe ihn in die Einsamkeit. Und er mache sich Vorwürfe und leide extrem. Wie habt ihr da damit umgehen können? Ich habe ihn gebeten, mit dem Pfarrer Amgrund darüber zu reden und ihn um Rat zu bitten. Und habt ihr selber auch mit dem Pfarrer geredet und hat ihm und euch können helfen? Der Herrgott wisse, was er mit dem Klois vorhat, war seine Antwort. Aber ob es wirklich der Herr ist? Er hat mir von einer der Visionen erzählt, die der Klois ihm anvertraut hat. Der dreifaltige Gott sei ihm als drei junge Männer bei der Feldarbeit erschienen. Und die haben ihn dazu angehalten, alles Weltliche sein zu lassen und sich ganz Gott hinzugeben. Sie haben ihm sogar das genaue Lebensalter vorausgesagt. Dass er selber schwer Zugang finde zum Klois, hat der Pfarrer Amgrund gesagt. Und dass ich stark sein soll, weil Schweres auf mich zukäme. Der Klois war zwar da, aber immer weiter weg. Betet hat er. Und gefastet. Gefastet und betet. Um die Worte von Adrian von Bubenberg und von Dorothea, dargestellt vom Ehepaar Golling, nachklingen zu lassen, sorgt das Ehepaar Merz für Klänge, die teils auch an Spätmittelalter erinnern. Und dann ist er in die Melka-Schlucht runter, in den Ranf gezogen. Er wollte nicht gehen, bevor die Kinder und ich einverstanden waren. Und dann ist er losgezogen, als Pilger, in seiner Pilgerkutte, die ich ihm eigens dafür geneigt habe. Er wollte im Elsass zu. Wie habe ich gestaunet, wo nach ein paar Tagen der Schwager Peter aufgeregt berichtet hat, der Klois sei auf unserer Alp. Und rufe nach seinem Priesterfreund, weil er seinen weiteren Weg nicht wüsste. Er ist schon früher oft in die Stille vom Rampf gebeten. Jetzt haben sie ein scheinbar Himmelszeichen in den Rampf geführt, wo er in einem Bretterverschlag wollte hausen. Und die Leute haben natürlich geredet und haben Gerüchte verbreitet. Zuerst habe ich Gott und die Welt nicht mehr verstanden, habe mich aber auch hier damit noch abgefunden. Ja, aber Freunde und Leute aus dem Dorf haben mir dann schon gleich eine Klause gebaut. Und später im Jahr 1468 haben wir mir dann noch eine Kapelle errichtet. Das hat mich dann schon auch noch erstaunt, wo sie Herr von Bubenberg und die Röte von Bern sich so grosszügig ums Wohlgehen vom Klois gekümmert haben. Er hat das ja zuerst gar nicht annehmen, hat aber dann das gut gemeinte Zeichen angenommen und verdankt. Ratsuchende sind vorher schon von weit her gekommen, doch jetzt haben auch Neugierige Trampft aufgesucht und haben den fastenden und bettenden Eremit besuchen. Es war ein Kommen und ein Gehen auf dem Hof, wo ich die Wartenden bewirtet habe. Hey ja, zum Rampf war es ja nicht weit gewesen. Dann hat er also selber auch öfters besucht. Am Anfang nicht. Ich habe Bedenken gehabt, wenn er mich aufnimmt.
Und das erste Mal, ich habe den Jüngsten mitgenommen, habe ich wieder die Vertrautheit gespürt und entdeckt, wie junge Jahre. Ich habe gemerkt, der Kleus ist dort angekommen, wo er her hat wollen. Ja, her hat müssen. Er war immer ein guter Mensch und konnte gut zulassen. Wo er immer auf der Suche nach friedlichen Lösungen und Gemeinsamkeiten war. Und da bin ich stolz drauf. Mit seiner klaren und reinen Weisheit hat er nicht nur mich in seinen Bann gezogen, wie es scheint. Ich war ja manchmal bei ihm und so auch am 27. April 1469, wo der von Konstanz beauftragte Weihbischof Weltner nicht nur die Trampfkapelle einweihen, sondern auch der Waldbruder Klaus genau prüfen, ob sich auch hier ein Teufelsweg abspielt. Die haben ihn dermassen belogen, dass er am Versticken war und Blut aus seinem Maul rausgeflossen ist. So dass ich mich den Genötigen gesehen habe, einzuschreiten und die Inquisition zu beenden. Der Mann im Ranft war berühmt geworden, vor allem darum, weil er für so viele Menschen einen guten Rat hatte, der, in welchen Zusammenhängen auch immer, jeweils zu mehr Frieden führte. Das wichtigste Beispiel in diesem Zusammenhang, Bruder Clausens Vermittlung 1481, die die damalige Eidgenossenschaft vermutlich sogar vor dem Auseinanderbrechen bewahrte und zu einem tragfähigen Kompromiss führte, dem Stanser Verkommnis. Das hat Folgen gehabt, wo ich nicht fassen konnte. Mehr Leute denn je, vor allem auch Honoratioren, die den Kleus vor allem auch politisch schon lange nicht mehr ernst genommen haben, sind jetzt in Ranft gepilgert. Auch grosse Herren aus Deutschland und Italien sind erschienen. Sie haben sie Rotwellen oder einfach sie menschlichen Beistand. Oder sie sind einfach aus Neugier gekommen. Was ist da in euch innen vorgegangen? Da ist mir tiefer denn je bewusst worden, was für ein grossartiger Mensch der Kleus war. Und ich habe mich fast ein bisschen geschämt, dass ich manchmal an ihm und an unserer Ehe zweifelt habe. Und wie wenn er es gespürt hat, wenn ich ihn im Rand besucht habe, sind wir immer aufs Innigste, Tiefste verbunden gewesen. Die seelische und geistige Liebe hat die sinnliche abgelöst. Bruder Klaus und Dorothea, ein Paar, das uns heutige vieles zu lehren hat. Aber vor allem auch als jemand, der Politik stark mitgestaltet hat, nach Niederlegung der Ämter wohlbemerkt als Nichtpolitiker, leuchtet Bruder Klaus mit seinem Beispiel bis in die Gegenwart. Über Jahrhunderte wird der Bruder Klaus von linken wie von rechten politischen Kreisen vereinnahmt. Und er wird häufig zitiert und als Vorbild Friedensbotschaften und spirituelle Leitfiguren angeschaut. Und manchmal wird er auch missbräuchlich interpretiert. Ja, das halt in der Gesellschaft der Leute und in der Politik so geht. Und wie sich sie in den nächsten 600 Jahren nur wenig verbessert. Vereinnahmend oder verengend interpretiert hat Hans Golling mit seinem selbstverfassten Stück wohl nicht. Gerade die offene Art der Präsentation war etwas, das die, die an diesem Abend dabei sind, am Bühnenstück sehr schätzen. Gelobt werden aber auch die, die es erlebbar gemacht haben. Ich habe sehr eindrücklich gefunden, den Ausdruck von der Schauspieler, also von der Dorothea vor allem, den Werdegang und wie sie heute wirklich Vollgas gegeben hat. Also das hat mich sehr berührt, wie sie gespielt hat. Ich habe es super gefunden. Und für mich natürlich als Musikant letztendlich ist es sehr, sehr eindrücklich gewesen, einfach das ganze Ambiance und die ganze Ambiente zu hören und zu sehen und zu spüren, wie es wirklich anfängt zu leben. Und wie es überkommt, die ganze Botschaft einfach überkommt. Ich habe das gespürt von den Leuten her, wie sie in das hineingekommen sind, wie sie da dabei gewesen sind. Und ich glaube, das auch miterlebt. Und das ist eigentlich das, was wir ja ein bisschen gesucht haben, oder? Sich so ein bisschen die Bilder vorstellen können.
ja, alles wirklich ist, also sehr, sehr innig gewesen, hat mich gedacht, ja, wirklich. Sehr innig hat sich im Publikum so mancher und manche mit dem besonderen Paar Brüder Klaus und Dorothea wohl schon länger befasst. Mein zweitjüngster Sohn heisst Niklaus, meine jüngste Tochter heisst Dorothea. 32-jährig, 30-jährig. Das ist fleischgewordene Liebe, Bezug zu Bruder Klaus und Dorothea. Ich habe schon als junges Mädchen gefunden, warum ist eigentlich nur der Bruder Klaus heilig gesprochen? Da stimmt doch etwas nicht. Doch was nicht ist, kann ja noch werden. Und ob ein Mensch zu einem großen geistlichen Vorbild fürs eigene Leben oder für die eigene Partnerschaft wird, hat wohl weniger mit dessen Heiligsprechung zu tun, als mit dessen Lebenszeugnis. Ich bin eigentlich so vorher gewesen, dass ich immer gedacht habe, für mich ist die Frau vom Bruder Klaus mehr heilig als der Bruder Klaus. Und jetzt nach dem Gespräch da, habe ich gedacht, aha, die haben in dem Fall doch noch recht ein Einverständnis miteinander gehabt. Und es ist mir bewusst worden, wenn man jemanden liebt, dass man den auch loslässt in der Liebe. Ja, ein Stück, in dem es sehr wesentlich um Liebe geht, haben da die Menschen erlebt. Auf eine Art, die alles andere als abgehoben war. Es war mir ein Anliegen, den Menschen in den Vordergrund zu rücken. Also nicht der heilige Bruder Klaus, sondern der Mensch. Und wer kann das besser als eine Frau beurteilen, nämlich seine Frau. Und darum habe ich mich eigentlich auf das beschränkt. Und dann noch irgendjemand von uns, ein Freund, in Form von Bubenberg. Die Rechnung ist aufgegangen. Ich glaube, die Leute haben es verstanden. Und vieles wird in ihren Köpfen und Herzen nun wohl auch noch weiter nachwirken. Ein gelungener Bruder-Klaus-Abend geht zu Ende. Ah!